Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Kollege Heidkamp, bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, Unterlagen zur Beschlussempfehlung des Haushaltsausschusses werden inzwischen auf signalrotem Papier eingereicht. Wir plädieren dafür, dies beizubehalten, solange die Regierung die Schuldenbremse nicht einhält. Nach dem für die Regierung vernichtenden Urteil des Hessischen Staatsgerichtshofs vom 27. Oktober 2021 zu der Unvereinbarkeit des Gute-Zukunftssicherungsgesetzes und des damit verbundenen Sondervermögens über 12 Milliarden Euro mit der Hessischen Verfassung und dem Haushaltsrecht keimte bei der Fraktion der Alternative für Deutschland die Hoffnung auf, dass wir die hessische Regierung, die sie tragenden Fraktionen der CDU, Bündnis 90 Grünen und den Minister der Finanzen auf den Pfad der Tugend zurückführen können. Spätestens seit den für die Aufstellung eines ordentlichen Haushaltes sehr verspätet vorliegenden Informationen und den erst wenige Tage vor dem Haushaltsausschuss vom 21. Januar 2022 von der Regierung zur Diskussion eingereichten letzten Änderungsanträge wissen wir, dass wir alle Hoffnung fahren lassen können. Eine gründliche Vorbereitung einer kritischen, fraktionsinternen Diskussion des heute in der dritten Lesung zur Abstimmung vorliegenden Haushaltsgesetzes für das Jahr 2022 war praktisch nicht möglich. Das haben Sie schon mehrmals gesagt, Herr Reul, das stimmt aber trotzdem nicht. Das Verfahren entsprach auch nicht dem üblichen Ablauf für die Beratung des Haushalts. Ich meine, Sie hatten ursprünglich mal eingereicht im September, nachher haben wir Unterlagen im Januar bekommen, das ist schon ein Unterschied. Beachtlich war das insofern, als dass der Staatsgerichtshof in seinem Urteil klargestellt hatte, dass die wirksame Wahrnehmung des parlamentarischen Budgetrechts für alle Fraktionen gewährleistet sein muss. Die im Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und den hessischen Verfassung verankerte Schuldenbremse ist ein hohes Gut. Die Interpretation verfassungsrechtlicher Bedenken ist bei der CDU offensichtlich davon abhängig, ob sie sich in der Opposition oder der Regierung befindet. Die AfD ist da eine Ausnahme. Alles, was wir hier zum Haushalt sagen, stimmt mit den Aussagen unserer Bundestagsfraktion überein. Nur bei Naturkatastrophen und außergewöhnlichen Notsituationen, was muss man Ihnen noch einmal sagen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, kann laut Artikel 141 Hessischer Verfassung davon abgewichen werden, dass der Haushalt ungeachtet der Einnahmen- und Ausgabenverantwortung des Landtags und der Landesregierung grundsätzlich ohne Kredite auszugleichen ist. In Ihrem Antrag zum Beschluss nach § 2 des Artikel 141 Gesetzes wird ein Kreditfinanzierungsbedarf zur Bewältigung der durch die Coronavirus-Pandemie bedingten Ausnahmesituation von 987 Millionen Euro festgestellt. Dies entspricht 771 Millionen Euro mehr als die zulässige Nettokreditaufnahmegrenze der Schuldenbremse von 216 Millionen Euro erlauben würde. Dazu muss für 2022 heute erst noch der Ausnahmezustand wieder festgestellt werden. Alleine schon die von der Regierung beantragte gewaltige Kreditermächtigung im GZSG von 12 Milliarden Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren für die Tilgung zeigt die Dimension des Problems, dem sich die Regierung im Mai 2020 ausgesetzt sah. Das Gericht hat diese Summe zwar kritisch hinterfragt, aber letztlich der Exekutive ein solches Vorgehen zugebilligt, weil sie es denn für die Beherrschung der damaligen Entwicklung als unbedingt notwendig, verhältnismäßig und zielführend erachtete. Das Gericht hat aber auch gesagt,
Und damit befindet er sich in beeindruckender Übereinstimmung mit den Rechnungshöfen im Land und im Bund, dass in den laufenden Haushalten erst einmal Einsparungen nicht unbedingt notwendiger Ausgaben vorgenommen und vorhandene Rücklagen eingesetzt werden müssen, bevor eine über die Schuldenbremse hinausgehende Verschuldung zum Einsatz kommen kann. Die Dauer der Tilgung sollte in einer die generationenübergreifenden Verantwortung so kurz wie möglich sein. Ich erinnere daran, dass im Ausführungsgesetz zur Schuldenbremse in Hessen ursprünglich von einem Zeitraum von 7 Jahren ausgegangen wurde. Außerdem sollte die Tilgung degressiv angelegt werden, wogegen schon das GZSG verstoßen hatte. Der hier vorgelegte Haushalt ist weit entfernt von dem Geist des Urteils vom 27. Oktober 2020. Es war eine Illusion, dass die Regierung zu einer nachhaltig vernünftigen Haushaltspolitik unter Einhaltung der Schuldenbremse zurückkehren würde. Es geht ihr darum, eine die zulässige Nettokreditaufnahme überschreitende Verschuldung durch eine eher interessengesteuerte Auslegung der Begriffe Naturkatastrophe und Ausnahmesituation zu rechtfertigen. Das Interpretationsrecht liegt aber nicht bei der Regierung, der liegt beim Staatsgerichtshof. Sogar unter Einrechnung der nicht näher definierten Globalposition von 500 Millionen Euro zur freien Verfügung sind die 771 Millionen Euro der nicht innerhalb der Schuldenbremse darstellbaren Nettokreditaufnahme weit entfernt von dem 12 Milliarden Euro Problem des Jahres 2020. Unter Herausrechnung der Globalposition von 500 Millionen verbleiben lediglich 271 Millionen Euro, welche nicht mehr im Rahmen der Schuldenbremse finanziert werden könnten. Dieser kleine Betrag ist wirklich ein kleiner Betrag. Rechtfertigt nicht das Aussetzen der Schuldenbremse im Sinne des Artikels 141 Absatz 4 der Hessischen Verfassung. Man kann heute redlicherweise nicht mehr von einem Kontrollverlust des Staates sprechen. Das wäre nach 2 Jahren ein Armutszeugnis für die Regierung. Eine erhebliche Beeinträchtigung der Finanzlage liegt bei einem Fehlbetrag von lediglich 271 Millionen Euro, welcher lediglich 0,6% des Landeshaushalts entsprechen, ebenfalls nicht vor. Im Urteil des Staatsgerichts so findet sich fundamentale Kritik an der Verwendung der für die Bekämpfung der Pandemie und ihrer Folgen aufgenommenen Kredite für Zwecke, die mit der Pandemie in keinem ursächlichen Zusammenhang gebracht werden können. Gnädigerweise wurde vom Gericht aber auf die Verpflichtung einer Rückabwicklung bereits gegenüber Dritten zugesagter Mittel verzichtet. In Summe wurden von den alten Ausgaben im Rahmen des GZSG aber ganze 882 Millionen Euro in die Zeit nach dem Urteil hinübergerettet. Vollkommen unbeeindruckt hat die Regierung nämlich neben den Positionen, für welche Verpflichtungen bestehen, auch die meisten Positionen ohne direkten Corona-Bezug in den Haushalt 2020 übernommen. Der Alternative für Deutschland war es wieder möglich, wir haben das schon zweimal gemacht, einen Haushalt für unser Land aufzustellen, der nicht nur die Schuldenbremse einhält, sondern es sogar gestatten würde, die Tilgung alter Schulden anzumelden. Alle wesentlichen Aufgaben könnten bewältigt werden. Beratungsgrundlage war ein Haushaltsentwurf, dessen Aufstellung weitgehend vor dem Urteil des Staatsgerichtshofs, aber vor der Bekanntgabe des Ergebnisses der Novembersteuerschätzung erfolgte. Nach unserer Einschätzung liegen die Voraussetzungen für die Feststellung einer neuerlichen Ausnahmesituation als Bedingung für die Aussetzung der Schuldenbremse nicht vor. Wir haben berechtigte Zweifel, ob das Vorgehen der Landesregierung einer verfassungsgerichtlichen Überprüfung standhalten würde. Zumal keinerlei Anstrengungen unternommen wurden, der vom Staatsgerichtshof vor einer Inanspruchnahme des Ausnahmetatbestandes geforderten Nutzung finanzieller Spielräume im Landeshaushalt nachzukommen. Unter Berücksichtigung unserer 133 Haushaltsanträge führten saldiert, bezogen auf die Anträge aus den Fachressorts, zu Einsparungen von 676 Millionen Euro. Im Sinne einer erfolgreichen Entwicklung unseres Landes und zur Korrektur politischer Fehlentscheidungen sind unseres Erachtens in folgenden Bereichen sogar mehr Ausgaben notwendig, die Herr Weiß hier ja auch detailliert aufgeführt hat.
erreichen einer Unterrichtsversorgung von 130% 60 Millionen. Ausbau der psychologischen Unterstützung an Schulen 10 Millionen. Zusätzliche Stellen für Richter und Rechtsreferendare 5 Millionen. Wir haben hier nur 5 Millionen, weil wir uns gar nicht vorstellen können, wie die Hunderte von zusätzlichen Personal, wie das eingestellt werden kann innerhalb von eines Jahres. Verbesserung bei der Besoldung von Polizisten 28 Millionen. Schutz von Frauen vor Gewalt, wobei insbesondere auch Frauen mit Migrationshintergrund eingeschlossen sind. 4 Millionen. In einer Krisensituation muss jedoch vor allem bei neuen Projekten zu einer Priorisierung der Ausgaben kommen. Deshalb sind Umschichtungen grundsätzlich einer weiteren Ausdehnung des Haushaltsvolumens vorzuziehen. Ein Beispiel ist die Unterstützung für ausländische Kinder mit schulischen Problemen. Wir machen daraus eine generelle schulische Unterstützung, wobei Kinder von Migranten natürlich eingeschlossen sind. In Summe bedeutet das, dass wir die Unterstützung in Höhe von 225 Millionen Euro, Sie hören, das sind alles keine kleinen Beträge, allen Kindern zur Verfügung stellen. Bei der Finanzausgleichsmasse des KFA beantragen wir eine teilweise Umsetzung der Mittel für die Förderung rund um die Themen Klimawandel bzw. Energie und des ÖPVs zugunsten der dringenderen Krankenhausfinanzierung in Höhe von 21 Millionen. Ein gutes Beispiel für die Priorisierung ist die Streichung der Teilbudgets Internationalisierung und Gender zugunsten von MINT-Fächern und der Humanmedizin an den Universitäten Gießen, Marburg und Frankfurt, wobei wir, um den Finanzierungsbedarf zu decken, auch eine neue Einnahmequelle erschließen. Die Einführung von Studiengebühren für Nicht-EU-Bürger, wie in Baden-Württemberg, erlaubt zusammen mit der Streichung des Teilbudgets Gender und Internationalisierung eine Umschichtung von 91 Millionen Euro. Bei diesem Vorhaben muss allerdings der Rotstift angesetzt werden. Verzicht auf den Rückkauf der Leo-Immobilien 100 Millionen, überflüssige Agrarsubventionen 10 Millionen, fragwürdige Subventionierung der Elektromobilität 4 Millionen, kostspielige Vermarktung der Energiewende durch eine Landesenergieagentur 6 Millionen. Unternehmerische Investitionen sollten von der Privatwirtschaft geleistet werden. Der Staat muss seine Rolle auf die Einführung von international wettbewerbsfähigen Bedingungen beschränken. Dies würde zu Einsparungen von 13 Millionen führen. Laut Larry Fink von BlackRock beträgt das weltweit für Investitionen zur Verfügung stehende private Finanzvermögen über 400 Billionen Dollar. Der Staat sollte von der Illusion Abstand nehmen, mit Überschulden finanzierten Millionen, keine Billionen, Millionen, gegen diese Konkurrenz im unternehmerischen Umfeld gewinnen zu können. Sie können sich gar nicht vorstellen, was wir alles machen würden. Wir begrüßen, dass der Austausch des Führungspersonals bei der CDU im Bund darauf hindeutet, dass in Zukunft solche Gedanken in der Partei wieder größere Beachtung finden werden. Die Tilgungsgespräche zur Abtragung der Staatsverschuldung müssen sich ausrichten an der Tragfähigkeit der nächsten Generation. Besonders in Deutschland und den Ländern der EU werden die nächsten Generationen ohnehin schwer an den Lasten des demografischen Wandels zu tragen haben. Die jetzige Generation muss Verantwortung übernehmen für die von ihr initiierten Maßnahmen und zu lösenden Probleme. Konsequenterweise sollte die Belastung durch den Schuldendienst degressiv gestaltet werden. Jede Generation hat ihre eigenen Herausforderungen zu meistern. Der Rucksack, den wir unseren Kindern zumuten, darf für sie nicht zu schwer sein. Wir müssen ihnen die Freiheit belassen, nach eigener Entscheidung zu treffen. Um dieser Problematik gerecht zu werden, sehen wir davon ab, Ausnahmen aus den Rücklagen zur Finanzierung des laufenden Haushalts heranzuziehen. Abweichend von der Politik der Regierung setzen wir 1,5 Milliarden aus den allgemeinen Ressortrücklagen für eine Sondertilgung ein. Bei der Abwicklung des aus dem GZSG-Sondervermögens resultierenden Kreditvolumens von knapp 3,8 Milliarden Euro wären bei Beibehaltung des ursprünglichen Tilgungsplans nach dem Jahr 2022 nur noch 1,9 Milliarden
Euro zurückzuzahlen. Die Tilgung würde dann wieder innerhalb des ursprünglich im Ausführungsgesetz zu Artikel 141 der Hessischen Verfassung vorgesehenen regelhaften zeitlichen Rahmens erfolgen, also bis zum Jahre 2028. Klingt doch ganz anders als 2050. Die Schuldenbremse war als Brandmauer gedacht, die dem Finanzminister dabei helfen sollte, ungerechtfertigte Ausgabenwünsche seiner Regierungskollegen, die den Handlungsspielraum nachfolgender Generationen einengen würden, abwehren zu können. Niemand konnte voraussehen, dass der Finanzminister einmal die Schuldenbremse den politischen Ambitionen seiner Partei opfern würde. Wir fordern insbesondere die Abgeordneten der CDU auf, dem Antrag der Regierung auf Aussetzung der Schuldenbremse nicht zuzustimmen. Das würde ja mit Ihrem Verhalten in Berlin übereinstimmen. Kollege Heidkamp, Sie müssen dann zum Schluss kommen. Ein Satz. Alle Maßnahmen, auch im Rahmen der Corona-Problematik, könnten eine konsequente Ausgabenpriorisierung vorausgesetzt aus den laufenden Einnahmen finanziert werden. Dies setzt allerdings voraus, weitere Fehler beim Management der Corona-Pandemie zu vermeiden. Dann ist ein Haushalt unter Einhaltung der Schuldenbremse wieder möglich. Vielen Dank, Kollege Heidkamp. Jetzt kommt für die FDP-Fraktion die Frau Kollegin Schardt-Sauer. Marion, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Werte Kolleginnen und Kollegen, die Zahlendreher haben ihn jetzt richtig. 568 Änderungsanträge lagen dieses Jahr dem Haushaltsausschuss vor. Und wie steht's? Der Großteil der Anträge kam aus den Reihen der Opposition. Die Regierungsfraktionen waren ebenfalls mit einem großen Anteil vertreten. Ungewöhnlich. Aber nur so konnte der ursprünglich verfassungswidrige Entwurf entsprechend den Vorgaben des Staatsgerichtshofs in einen verfassungskonformen Haushalt, so wie es sich in der Demokratie gehört, umgebaut werden. Und, werter Herr Kaufmann, ich habe ja eigentlich auf Ihren Einsatz gewartet. Ich habe nur gehofft, Sie hätten Ihre Traumabewältigung schon ein bisschen abgeschlossen. Das Trauma des Verfassungsbruchs, das scheint ja sehr tief zu sitzen. Sie sind aber anscheinend noch in der Anfangsphase der Bewältigung, und Sie haben offenkundig nicht von den inhaltlich sehr oberflächlichen Bemerkungen zu dem, was die Ampelkoalition in Berlin macht, nicht die Kreativität Ihrer dortigen Kollegen. Und Sie haben leider auch keine inhaltliche Kreativität oder Impulse, wie es in Hessen weitergeht. Das ist ein Armutszeugnis, was Sie hier vortragen. Abarbeiten an anderen. Ich habe irgendwie gewartet dauernd, dass mal irgendwie Vorstellungen kommen, wie Hessen sozusagen die Krise bewältigt inhaltlich und wie es dann weitergeht. Nein, es ist so ein wenig, ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt, und wir machen das weiter wie bisher. Und insgesamt ist es auch, eher der Stil eines schlechten Verlierers. Das Sondervermögen wurde und wird aufgelöst, handwerklich nach dem Beschluss im Oktober. Und eine Vielzahl der ursprünglich dort untergebrachten Maßnahmen findet man nun im Kernhaushalt 2022. Vieles davon ist nicht alles notwendig. Und wir Freien Demokraten haben uns, wie in jeder Phase der Pandemie, in jedem Monat, wo es hier in diesem Haus darum ging, verantwortungsbewusst gezeigt, haben all Ihre Maßnahmen, die Sie vorgetragen haben, beleuchtet, ob sie notwendig sind zur Bekämpfung der Pandemie, den sogenannten Corona-Check, Herr Kaufmann, bestehen. Und solchen Maßnahmen, diesen Änderungsanträgen, haben wir voller Überzeugung zugestimmt. Doch während die Landesregierung im vergangenen Jahr und heute ja auch wieder nicht müde wird, diesen einen überparteilichen Zusammenhalt in der Krise zu beschwören. Ja, leider hat der schwarz-grüne Block sich leider schweigend
nicht mit den Anträgen der Opposition auseinandergesetzt. Es gab keine Debatte. Kollege Weiß hat es angesprochen. Keine Bewertung oder Erläuterung des Abstimmungsverhaltens der Regierungsfraktionen. Abstimmungsmarathon. Nur so schafft man dann auch, der Kollege Schalauske hat das netterweise mal ausgerechnet, 1,7 Änderungsanträge in der Minute im Haushaltsausschuss mit Schweigen. Nur, werte Kollegen von CDU und von Grünen, so kommt kein überparteilicher Zusammenhalt zustande, den Sie doch immer beschwören. Und so werden wir vor allen Dingen nicht die großen Herausforderungen für Hessen in und durch die Corona-Pandemie bewältigen, die es unstrittig gibt. Wir Freie Demokraten haben mit unserem Antragspaket einen Weg zu mehr Innovation, mehr Fortschritt für Hessen aufgezeigt. Dazu gehört für uns ein moderner und vor allem ein leistungsfähiger Staat. Corona hat hier sehr viele Baustellen gezeigt. Vieles war, auch heute wieder, nahezu täglich Gegenstand von Debatten in diesem Haus. Und eine immer größer werdende Baustelle ist auch aus Sicht der Freien Demokraten die Justiz. Der Rechtsstaat ist immer stärker, vielfältiger gefordert. Das ist auch ein Phänomen der letzten Jahre. Globalisierung, völlig neue Formen der Kriminalität, Digitalisierung, das sind nur einige Ursachen, die unser Rechtsstaat, die Justiz enorm zusätzlichen Belastungen und Herausforderungen aussetzen. Aber in dieser Situation kann man nicht mit Lösungen von vor 10 Jahren arbeiten. Es braucht eine moderne Justiz, die personell und vor allen Dingen technisch adäquat ausgestattet ist. Unterstützung für unsere Vorschläge dazu durch Schwarz-Grün, Fehlanzeige. Hessen, werte Kollegen, ist ein, da können wir stolz sein, ein starker Wirtschaftsstandort. Dieser braucht aber immer wieder Impulse. Er braucht ein offensives Bekenntnis, Kreativität für eine innovative Marktwirtschaft. Und auch hierzu gab es Vorschläge von uns für die Unterstützung beim Wandel der Innenstädte. Auch immer wieder Thema hier in den letzten 2 Jahren. Digitalisierung der Wirtschaft bis zu Maßnahmen, die Existenzgründung vielleicht in ganz neuen Themenfeldern oder die Entwicklung neuer Technologien unterstützen. Unterstützung für unsere Vorschläge durch Schwarz-Grün, Fehlanzeige, Schweigen. Bildung, ich erinnere an die Debatte heute Morgen, und insbesondere frühkindliche Bildung. Kaum ein Themenfeld wurde in der Pandemie ausgemacht, das so viele Defizite aufzeigt. Man müsste mal eine Strichliste führen, wie oft in den letzten 2 Jahren gesagt wurde, Kinder und Jugendliche dürfen nicht die Verlierer der Pandemie sein, nur dann tun sie doch auch mal was und reden sie nicht immer nur darüber. Aufstieg durch Bildung. Es ist eh schwerer geworden in Deutschland, dieser Aufstieg, diese Quereinstiege. Aber dieses Aufstiegsversprechen hat in der Pandemie sehr gelitten. Für uns Freie Demokraten ist es ein Kernanliegen und Gegenstand eines vielfältigen Forderungskatalogs. Aber Unterstützung von Schwarz-Grün, Fehlanzeige. Kein Diskurs, keine Debatte, ablehnen. Werte Kollegen, es ist schade, was hier an Chancen vertan wird, aus der Krise zu lernen, die uns ja im Wege aufzeigt, was hier vertan wurde. Sie hatten die Chance, mit uns eine Wende der frühkindlichen Bildung einzuleiten. Sie hatten die Chance, mit uns als Innovationsbeschleuniger tätig zu werden. Sie hatten die Chance, wichtige Schritte, erste Schritte für eine Modernisierung des Staates anzugehen. Was machen Sie stattdessen? Sie konzentrieren sich auf grüne Prestigeprojekte und versuchen vor allem, die Ministerien weiter aufzublähen. Es ist noch gar nicht lange her, da sprachen wir auch, man muss ja eigentlich immer nur mal hier die Protokolle lesen, da sprachen wir hier über das Grundsteuermodell, das Schwarz-Grüne, das durch seine Gerechtigkeitsformel Einnahmen der Grundsteuer direkt in das Finanzministerium spült. Nur um das mal festzuhalten, wir sprechen von einer angeblichen Gerechtigkeit, damit der Nachbar mit der besseren Aussicht effektiv vielleicht 5 € mehr Steuern bezahlen muss. Aber um das Ganze rechtssicher, das ist ja eine Anforderung in diesem Land, zu ermitteln, brauchen wir deutlich mehr Beamte und Angestellte. Herr Boddenberg sprach insgesamt von 420 Mitarbeitern, die es für die Reform brach. Funktionsfähiger, moderner und schlanker Staat, deshalb führe ich das an, da haben wir Freie Demokraten eine andere Vorstellung von, und es geht auch anders da. Währenddessen steigt und steigt die Inflation.
Und es wäre eigentlich Aufgabe dieser Landesregierung, sich einmal darauf zu konzentrieren und dieser bedenklichen Entwicklung entgegenzusteuern oder sich ihr mal zu widmen, inhaltlich. Denn die Inflation ist doch nichts weiteres als die schleichende oder momentan eher leider galoppierende Enteignung unserer Bürgerinnen und Bürger. Und Ihre Aufgabe ist es, dem Trend mit soliden Finanzen entgegenzusteuern. Aber solide Finanzen, das hat diese Regierung nicht. Die Schuldenquote niedrig halten, Rotstift bei Ausgaben ansetzen, das ist nicht Ihres. Was machen Sie? Für 771 Millionen Euro wollen Sie die Schuldenbremse schon wieder umgehen. Es wird sozusagen ein Dauerdelikt, die Schuldenbremse auszusetzen in Hessen. Dabei bietet doch unsere hessische Wirtschaft, unsere fleißigen Bürger genügend Power, um auch ohne dieses Instrument Schuldenbremse durch die Pandemie zu kommen. Die Schuldenbremse ist und bleibt etwas, womit uns auch nachfolgende Generationen messen. Aber man kann ja regelrecht sagen, Sie haben da so eine Art Schuldenbooster entwickelt. Damit werden Sie Hessen nicht aus der Pandemie führen. Sie führen Hessen, und das hat der Kollege Weiß zutreffend diagnostiziert, nur tiefer in die roten Zahlen. Alleine 500 Millionen Euro Ihres Pakets legen Sie für die Bekämpfung von Corona zumindest im weitesten Sinne zurück. Das ist übrigens der Löwenanteil von den 771 Millionen, für die wir die Schuldenbremse aussetzen. Und ich wiederhole noch einmal, wie Sie das nennen. Globale Corona-Vorsorge. Und Herr Kaufmann hat uns das ja sehr ans Herz gelegt. Und das ist nichts anderes als das uns schon bekannte Sondervermögen im Kleinen. Es ist eine hübsche kleine Schatzkiste für Schwarz-Grün. Und ich kann da insgesamt nur sagen, zu dem angeblichen parlamentarischen Geschenken, es ist eine Schatzkiste. Und der Finanzminister, da könnte man sagen, die Katze lässt das Mauser nicht. 500 Millionen, wofür dann? Man weiß es nicht. Dann kommt das große Schlagwort Notlage. Wer nicht mitmacht, ist ein schlechter Mensch. Und außerdem, der Ausschuss wird doch immer wieder informiert. Wir dürfen doch abstimmen. Ja? Vielleicht ein bisschen weniger als 1,7 Anträge pro Minute. Kommt Ihnen das alles nicht bekannt vor aus der Verhandlung? Waren Sie nicht dabei bei der mündlichen Verhandlung der Urteilsverkündung? Aber diese Landesregierung scheint ja über den Erkenntnissen des Staatsgerichtshofs zu stehen. Das haben wir eben den Ausführungen von Herrn Kaufmann entnommen. Scheint ja sozusagen eine eigene rechtsprechende Gewalt zu sein. Das finde ich sehr bedenklich im Übrigen. Der Appell an den Finanzminister, legen Sie den Fokus endlich in stabile Finanzen und rücken Sie das Ministerium und das Zentrum des Handels. Wir brauchen in Hessen die neuerliche Aussetzung der Schuldenbremse nicht. Was wir brauchen, ist eine solide Haushaltspolitik und ein sorgsamer Umgang mit Steuergeld. Denn Hessen hat kein Einnahmeproblem. Und werte Kollegen, die das eben anführten, das ist keine Erkenntnis aus der November-Steuerschätzung. Schauen Sie sich die Steuerschätzung der letzten zwei Jahre an. Es gab nie einen richtigen Einbruch. Wir haben 2021 18% mehr Steuern als noch 2020. Das sind 3% mehr als im Vorkrisenjahr 2019. Wir sprechen hier von 726 Millionen Euro, mehr als vor der Krise. Genug Geld für solides Haushalten. Trotz im Trend steigender Einnahmen kennt der schwarz-grüne Haushalt keine Obergrenze. Oder der Himmel ist offen für Sie. Schuldenbooster. Werte Kollegen, angesichts bedenklicher Signale auf dem Zinsmarkt wurde noch gar nichts gesagt zu. Wir haben Inflation, wir haben einen Zinsmarkt, den man zumindest aufmerksamer beobachten sollte. Die Zinswende, vielleicht erklärt es ja noch jemand, warum die Zinswende in weiten Teilen der Welt an Hessen vorübergehen wird. Aber leider hört man dazu gar nichts. Man bekommt hier das Gefühl, na ja gut, die Weltpolitik wird von der Landesregierung mal wieder verschlafen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben mit unseren Anträgen für den Haushalt konstruktiv aufgezeigt, es geht. Moderner Staat, Digitalisierung, Justiz auf Höhe der Zeit, innovative Wirtschaft, weltbeste Bildung und das alles schuldenfrei. Wir möchten angesichts der Verantwortung für kommende Generationen, aber auch der bedenklichen Warnsignale, die um uns herum sind,
ohne Neuverschuldung eine höhere Investitionsquote erreichen. Das sind wir, wie gesagt, künftigen Generationen schuldig. Dazu bedarf es Kreativität, inhaltlicher. Ich habe ja schon zu Herrn Kaufmann da etwas ausgeführt. Und es bedarf auch mal immer wieder zu überlegen, muss man diesen Euro ausgeben. Die Haushaltsberatungen zum Entwurf 2022 die waren durch die besonderen Umstände des Schattenhaushalts und das war besonders sportlich. Deshalb möchte ich es am Ende für die FDP-Fraktion nicht versäumen, mich besonders bei den Mitarbeitern des Budgetbüros für ihre ausgezeichnete Arbeit zu bedanken. Und ich möchte hier auch mal sagen, mit dem Appell jetzt wirklich fraktionsübergreifend, das Budgetbüro ist in einer, würde man sagen, personell bedenklichen Ausstattungssituation. Vielleicht können wir da auch mal einen Weg finden, die sozusagen mit 1/3 Stellen das Riesending da gewuppt haben. Also höchsten Respekt und immer freundlich und immer nett. Ganz vielen Dank dafür. Dank aber auch an unsere neue Vorsitzende, ja, die sozusagen mit dieser ungewöhnlichen Konstellation, das haben ja alle ausgeführt, wahrlich ihre Feuertaufe und das in einer charmanten Art bestanden hat. Ganz herzlichen Dank, Kerstin Geis. Herzlichen Dank aber auch allen Mitarbeitern der Landesverwaltung, die uns in unserem demokratischen Streitprozess begleitet haben und auch immer auf Fragen der Abgeordneten, der Mitarbeiter freundlich reagieren und unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür. Genau. Werte Kollegen, wir Freien Demokraten sind optimistisch. Und deshalb setze ich darauf, dass auch die Fraktion der Hessischen Grünen erkennt, was für Chancen diese Ampelkoalition in ihrer Koalitionsvereinbarung beinhaltet. Wir hoffen, dass diese Impulse dann übergehen und insgesamt Schwarz-Grün vielleicht den einen oder anderen Funken unserer kreativen Anträge gerne auch heimlich übernimmt, die Rückfälligkeit erkennt und einen Weg der klugen Fiskalpolitik einschlägt. Als Ideengeber stehen wir dazu gerne bereit, denn es geht um Hessen, es geht um unsere Zukunft und die unserer Kinder und der folgenden Generationen. Und da sind wir zu jeder Unterstützung bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Schardt-Sauer. Nächster Redner ist der Kollege Jan Schalauske, Fraktion DIE LINKE. Jan, bitte. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hessische Landtag wird heute infolge der Corona-Pandemie das dritte Mal in nur 2 Jahren nach Artikel 141 der Hessischen Verfassung und dessen Ausführungsgesetz das Kreditverbot, das in der Hessischen Verfassung verankert ist, aussetzen, um einen verfassungsgemäßen Haushalt vorzulegen. Und allein dieser Vorgang zeigt doch, dass das, was wir hier viele, viele Jahre gesagt haben, zutrifft, nämlich dass die Schuldenbremse entschlossenes Handeln in der Krise behindert und dass entgegen der langjährig gepflegten Beteuerung, der gebetsmühlenartigen Bekenntnisse auch CDU und Grüne erkennen mussten, dass mit der Schuldenbremse in der Krise kein Staat zu machen ist. Deswegen werden wir dem aus vollster Überzeugung werden wir der Aussetzung der Schuldenbremse heute erneut zustimmen, auch wenn wir wissen, dass eine Aussetzung allein nicht ausreicht, weil sonst in den kommenden Jahren spürbare Kürzungen drohen könnten. Und deswegen müssen wir auch sehr grundsätzlich, und das lehrt uns die Krise, Auswege aus der Sackgasse der Schuldenbremse finden und Überlegungen anstellen, diese zu überwinden. Und da ist man ja in vielen Teilen der Republik schon ein Stückchen weiter als hier in Hessen. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Das Schuldenbremsengesetz sah ja mal ursprünglich, da muss man auch mal erinnern, verbindliche Tilgungspläne vor. Das sieht es noch immer. Aber ursprünglich sollten Kredite innerhalb von 7 Jahren zurückgeführt werden. Innerhalb von 7 Jahren. Von diesen Zeiträumen ist ja heute gar keine Rede mehr.
Mit der Tilgung hatten Sie sich damals vorgenommen, schon frühzeitig zu beginnen. Auch davon ist keine Rede mehr. Das heißt also, auch in dieser Frage mussten Sie Ihre finanzpolitischen Vorstellungen vollständig revidieren. Wir sagen zum Glück, weil nämlich zu strikte Tilgungsverpflichtungen dann die Kürzungen von morgen sein können. Und das finden wir falsch. Das Urteil des Staatsgerichtshofs hat ja heute in der Debatte schon eine große Rolle gespielt. Und natürlich hat das Urteil auch weitreichende Änderungen durch die Regierungsfraktionen notwendig gemacht. Viele Maßnahmen aus dem Sondervermögen sind jetzt in den Kernhaushalt verschoben worden. Viele Maßnahmen, aber eben auch nicht alle Maßnahmen. Ein Grund dafür war die erfolgreiche Klage von SPD und FDP gegen das Sondervermögen und das dann darauf folgende Urteil nehmen die Regierungsfraktionen jetzt zum Anlass, Maßnahmen zu streichen, die aus ihrer Sicht auf der Grundlage des Urteils nicht mehr mit der Schuldenbremse zu vereinbaren sind. Und darüber müssen wir auch reden, dass das letztlich das Ergebnis der Klage auch des Staatsgerichtshofs ist und dass die klagenden Fraktionen auch eine Verantwortung dafür tragen, dass die Schuldenbremse jetzt in Hessen noch restriktiver aufgelegt wird. Und das finden wir als Linke falsch. Und ich finde, Sie müssen dann schon auch noch einmal Ihren Wählerinnen und Wählern erklären, dass das Spannende an der ganzen Debatte doch ist, dass Sie eigentlich alle der Linken immer wieder eine vernünftige Finanzpolitik absprechen und abgesprochen haben in den letzten Jahren. Aber im Bund und im Land in ganz unterschiedlichen Konstellationen jetzt Wege bestreiten, die die Linke vor vielen Jahren so gefordert hat oder so gefordert hätte. Und klar, wir sagen, vieles ist zu zaghaft, einiges ist zu zögerlich, da könnte noch viel mehr gehen. Aber die Wahrheit ist doch, in der Krise mussten Sie Ihre finanzpolitischen Vorstellungen über Bord werfen, Ihre lang tradierten Überzeugungen. Da muss man nur mal die Plenarprotokolle nachlesen. Und das finden wir doch sehr, sehr bemerkenswert. Die Regierung setzt jetzt also die verschärfte Schuldenbremse bereitwillig um. Wir haben ja gehört, hier rechts außen ist das alles noch nicht streng genug. Da legt man dann vor ein Streichkonzert, um den Kulturkampf von rechts darzustellen. Man legt ein Streichkonzert vor, um zu zeigen, dass man einen neoliberalen Magerstaat will. Und hier in der politischen Debatte outet man sich dann auch noch als die Fußtruppe von großen Finanzinvestoren. Ich glaube, das Programm, das hat auch die Diskussion im Haushaltsausschuss gezeigt, die ist ein echter Albtraum für all die Menschen, die auf ein funktionierendes Gemeinwesen angewiesen sind. Und deswegen müssen Sie da auch immer wieder mit unseren Widerworten rechnen, auch wenn sie ihnen nicht passen. In der letzten Sitzung des Haushaltsausschusses, darauf haben ja alle Rednerinnen und Redner Bezug genommen, hatten wir eine denkwürdige Sitzung. Wir hatten die 578 Änderungsanträge, man kann sagen 1,7 Anträge die Minute, wobei man natürlich noch einmal sich fragen müsste, ob das eigentlich ein Ausweis von Qualität ist, wenn man das alles schnell abarbeitet oder ob man nicht auch viele Anträge hätte intensiver beraten müssen. Nur leider ist es ja so, dass CDU und Grüne aus Prinzip alle Änderungsanträge der Opposition ablehnen und deswegen auch längere und umfassendere Beratungen daran, befürchte ich, nichts ändern würden. Ich möchte aber trotzdem natürlich an dieser Stelle nicht nur den Dank unterstreichen an die Ausschussvorsitzenden und an die Mitglieder des Ausschusses, die dieses Prozedere sozusagen erfolgreich auch hinter sich gebracht haben, sondern ich möchte vor allem den Dank unterstreichen an all diejenigen, die die Arbeit des Parlaments überhaupt erst möglich machen. Diejenigen, die das hier im Haus machen, bei den Ausschussgeschäftsführungen, beim Budgetbüro, durchaus aber auch im Ministerium, die in den letzten Monaten viel Arbeit hatten, und in den Fraktionen. Ich denke, all denjenigen muss man in einer solchen Debatte noch einmal besonders Dankeschön sagen. Wir haben, so kennen Sie uns, ganz unideologisch, ganz pragmatisch vielen Anträgen der Regierungsfraktionen aus CDU und Grünen zugestimmt, wenn sie darauf zielten, sinnvolle Mittel aus dem Sondervermögen in den Kernhaushalt zu übernehmen.
Leider haben wir so eine entspannte Haltung bei Ihnen ja in den letzten Jahren nie feststellen können. Und wir versichern hier noch einmal, wir stehen keiner Mehrausgabe im Weg, die aus unserer Sicht sinnvoll ist. Und das können Sie auch unserem Abstimmungsverhalten ablesen. Bei CDU und Grünen ist das leider anders. Sie lehnen jeden Antrag der Linken grundsätzlich ab. Und sei er auch noch so sinnvoll, sei er noch so klein und fein, das spielt für Sie alles überhaupt keine Rolle. Das ist besonders bedauerlich natürlich, wenn man auf die Grünen blickt. Bei der CDU ist das erwartbar. Und ja, da sind wir dann auch bei der Regierungskoalition in Hessen. Hessen wird seit vielen Jahren weit unter seinen Möglichkeiten regiert. Trotz einer grünen Beteiligung an der Landesregierung wächst die soziale Spaltung. Es verschärft sich die Mietenkrise. Es stocken Energie- und Verkehrswende. Darüber haben wir heute schon diskutiert. Es mangelt an Personal in der Pflege. Es gibt einen Investitionsstau in der öffentlichen Infrastruktur, in Krankenhäusern, Schulen und auch bei bezahlbaren Wohnungen. Daran haben auch Ihre Änderungsanträge nichts geändert. Aber diese Lage in Hessen, die muss sich ändern. Schwarz-grüne Stagnation muss aufgebrochen werden. Und deswegen hat die Linke 139 Änderungsanträge gestellt, um aufzuzeigen, wie Schritte hin zu einem sozialeren, einem ökologischeren und einem gerechteren Hessen möglich wären. Und solche Schritte sind eben dringend notwendig, weil die Pandemie die soziale Spaltung der Gesellschaft weiter vertieft hat, weil die Probleme ein Ausmaß erreicht haben, das ein wirkliches Umsteuern in der Haushaltspolitik eben notwendig macht. Und offenkundig geworden sind viele Probleme, die schon vor der Pandemie da waren. Wer sich auch schon vorher keinen ausreichenden Wohnraum leisten konnte, der stand durch Lockdowns, durch Homeoffice, durch Schul- und Kitaschließungen vor kaum zu bewältigenden Problemen. Ein Bildungssystem, das schon vor der Pandemie seit vielen, vielen Jahren die soziale Ungleichheit zementiert, das droht unter Pandemiebedingungen sozial Benachteiligte noch weiter abzuhängen. Wenn Pflegekräfte schon im Regelbetrieb kaum angemessen bezahlt wurden und in ihrem Beruf, den viele aus Überzeugung machen, den Rücken zukehren, dann ist doch die Überlastung in der Pandemie der Tropfen, der für viele das Fass zum Überlaufen bringt. Und deswegen haben wir mit unseren Haushaltsänderungsanträgen Schwerpunkte gesetzt auf Maßnahmen für ein sozialeres und ökologischeres Hessen, für bezahlbares Wohnen und einen Ausbau des Gesundheitssektors. Wir fordern ein milliardenschweres Investitionsprogramm für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, damit dann aus der Stagnation, aus dem historischen Tiefstand unter einem grünen Minister dann auch endlich ein Aufbruch für bezahlbares Wohnen wird. Wir wollen Schulen endlich in einen ordentlichen baulichen Zustand versetzen und wollen auch dafür die Investitionen spürbar erhöhen. Unter CDU und Grünen ist es ja so, dass nicht mal mehr der Investitionsstau an hessischen Schulen überhaupt erhoben werden soll, geschweige denn, dass das Land mal auch ordentlich eigene Mittel in die Hand nehmen will, um den Schulträgern da unter die Arme zu greifen. Und ich glaube, wer in der letzten Zeit sich mal eine hessische Schule von innen angesehen hat, der weiß, wie dringend notwendig es ist, den Investitionsstau auch anzugehen. Und in der Vergangenheit, davon sind Sie ja ein bisschen abgerückt, ist dann immer entgegengehalten worden, aber die Finanzen. Aber es bleibt dabei, bis heute konnte niemand schlüssig erklären, was daran gerecht sein soll, nachkommenden Generationen ausgerechnet marode Schulen zu hinterlassen. Das, glaube ich, sollte nicht sein, und das wollen wir ändern. Lehrerinnen und Lehrer in Hessen, in Grundschulen, da wird es an der Zeit, sie endlich nach A13 zu besolden, wie das auch in immer mehr anderen Bundesländern der Fall ist. Nur in Hessen wird sich da gesperrt. Und auch im Bereich der Kinderbetreuung müssen wir den Personalmangel bekämpfen, die Gebührenfreiheit weiter ausbauen. Insbesondere die Kommunen, die brauchen zusätzliche Mittel für Investitionen. Vor Ort gibt es vielfältige Bedarfe. Das melden uns die kommunalen Spitzenverbände immer wieder zurück. Da müssen wir anfangen, Brücken zu sanieren und in der öffentlichen Infrastruktur den Sanierungsstau endlich aufzulösen. Aber in diesem Jahr oder in den letzten zwei Jahren und mit Blick auf die Corona-Pandemie, die hat uns doch
wenigstens das eine sollte uns einig sein, dass es uns gezeigt hat, dass die Entwicklung in den letzten Jahren im Gesundheitswesen wirklich ein Irrweg gewesen ist. Dass es ein Fehler war, unsere Krankenhäuser zu privatisieren, das Gesundheitswesen zu liberalisieren. Und wir sind nicht damit einverstanden, dass eine grüne Wissenschaftsministerin zwar einerseits mal eben dreistellige Millionenbeträge für Investitionen in das privatisierte Uniklinikum Gießen und Marburg locker macht, gleichzeitig aber nichts dafür unternimmt, die Krankenhäuser endlich wieder in öffentliches Eigentum zurückzuführen und die Investitionen in die Krankenhauslandschaft insgesamt in allen hessischen Krankenhäusern noch immer nicht die Summe erhält, wie es beispielsweise die Hessische Krankenhausgesellschaft einfordert. Deswegen wollen wir die Mittel für die Krankenhaussanierung deutlich ausweiten und wir wollen eine Gesundheitsversorgung in öffentlicher Hand und ohne private Profitinteressen. Seit Jahren wird Hessen schwarz-grün regiert. Es wundert nicht, der Sozial- und der Pflegebereich, die kommen zu kurz. Allerdings dürfte man sich die Augen reiben, wenn man die Ergebnisse grüner Politik beim sozialökologischen Umbau sich anschaut. Wir haben jetzt gehört, erst diese Tage der RMV hat die Preise, will die Preise massiv erhöhen. Was für ein fatales Signal für eine Verkehrswende. Wir sehen bei dem Ausbau erneuerbaren Energien, da liegt Hessen ziemlich weit hinten statt Hessen vorn. Das ist ein Armutszeugnis für eine grüne Regierung. Und deswegen müssen wir jetzt mit aller Kraft den sozialökologischen Umbau voranbringen. Das Land muss sich deutlich stärker engagieren und deswegen brauchen wir mehr Mittel für den öffentlichen Nahverkehr, um die Verkehrswende einzuleiten. Wir wollen uns auf dem Weg zu einem Nulltarif begehen. Immer mehr Kommunen überlegen das, versuchen Schritte einzuleiten. Immer mehr Kommunen fordern, die Angebote im öffentlichen Nahverkehr deutlich auszubauen. Das ist der Weg, den DIE LINKE mit ihren Änderungsanträgen beschreiten will. Daneben haben wir zahlreiche weitere Maßnahmen vorgelegt zur Klimaanpassung, zur Förderung von erneuerbaren Energien in den Kommunen, aber auch zu entsprechenden Maßnahmen des Landes. Und das alles, und das wissen Sie, das alles wäre finanzierbar, selbst unter den schwierigen Bedingungen und der im Haushalt vorgesehenen Mittel, wenn wir uns endlich gemeinsam dafür einsetzen würden, dass die starken Schultern in dieser Gesellschaft angemessener besteuert würden und wir ein gerechteres Steuersystem haben, was insbesondere die Finanzsituation der Bundesländer deutlich verbessern würde. Wir legen mit den Haushaltsänderungsanträgen ein Gegenprogramm vor, ein Gegenprogramm zu einer Politik, die selbst in dieser schwierigen Krise nicht bereit ist, die Reichen ordentlich zur Kasse zu bitten. Und wir legen ein Programm vor, mit dem wir Hessen sozialer, ökologischer und gerechter aus der Krise führen wollen. Und ja, die Linken, die können auch sparen. Nur statt auf die Schuldenbremse zu setzen, würden wir bei dem überfinanzierten Geheimdienst, bei einem unnötigen Flughafen in Nordhessen einsparen und stattdessen diejenigen an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen, die in der Krise noch dazu gewonnen haben. Und dafür werden wir uns weiter einsetzen. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Schalauske. Zwischendrin möchte ich den Abgeordneten Heidkamp erinnern, dass er die Maske wieder aufzieht. Hat er vergessen?